zeige dir heute, wie man diese einfachen Sternblüten häkelt und zusammenfügt. Wir beginnen mit einem Fadenring mit 11 festen Maschen. Zum Fadenring gibt es ein eigenes Video. Du wirst sehen, diese Blüten sind ganz einfach zu häkeln und geben zum Beispiel eine hübsche, luftige Decke oder Stola ab. 11 feste Maschen in den Fadenring. Du schließt den Fadenring mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Die nächste Runde beginnt mit 3 Wendeluftmaschen und in die gleiche Masche, in die gleiche Stelle häkelst du 2 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Danach 6 Luftmaschen. Eine feste Masche überspringen, in die übernächste 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dafür machst du einen Umschlag, du stichst ein, holst den Faden, ziehst ihn durch, dann holst du den Faden durch 2 Schlingen, lässt eine Schlinge auf der Nadel. Nochmal ein Umschlag, Faden holen, Faden durch 2 Schlingen, eine Schlinge bleibt auf der Nadel. Ein drittes Mal Umschlag, Faden durchziehen und durch 2 Schlingen. Dann hast du 4 Schlingen auf der Nadel und den Faden nun durch alle 4 Schlingen ziehen. Und wieder 6 Luftmaschen. Eine feste Masche überspringen, in die übernächste wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Das wiederholst du über die ganze Runde, sodass 6 Blütenblätter entstehen. Du beendest die Runde mit 6 Luftmaschen und eine Kettmasche in die Spitze des ersten Blütenblattes. So, dann eine kleine Blüte für den Anfang. Und es geht weiter mit einer Luftmasche. Und einem halben Stäbchen in den ersten Bogen. 4 ganze Stäbchen. Ein Vierfach-Picot, also 4 Luftmaschen. Und in die Basis 2 Fäden aufnehmen, wieder mit einer Kettmasche das Picot schließen. Danach wieder 4 ganze Stäbchen. Ich häkle hier zwar nur 3, aber du sollst 4 Stäbchen häkeln und ein halbes Stäbchen. Und eine Kettmasche in die Spitze des nächsten Blütenblattes. Und das wiederholst du nun immer. Eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, 4 ganze Stäbchen, ein Vierer Picot, vier ganze Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine Kettmasche in die Spitze des nächsten Blütenblattes. Auch das wiederholst du über die ganze Runde und damit ist die erste Blüte fertig. Also du siehst, das funktioniert wirklich ganz einfach. Hier siehst du schon 2 der Blütenbögen und du beendest die Runde mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche. Und die Blüte ist fertig. Weitere Blüten werden immer an den Picots aneinandergefügt. Das sieht dann so aus. Ich zeige dir das jetzt mit einer vorbereiteten Blüte. Ich bin hier bei den letzten beiden Bögen. Ich häkle hier noch das vierte Stäbchen. So, und bei den Picots
werden nun nur zwei Luftmaschen gehäkelt, dann nimmst du die andere Blüte zur Hand, ziehst den Faden durch das andere Picot und häkelst wieder zwei Luftmaschen und schließt das Picot. Und es geht wieder weiter, ich stelle es jetzt ein bisschen schneller, wieder mit vier Stäbchen, einem halben Stäbchen, einer Kettmasche in die Spitze des Blütenblattes, ein halbes Stäbchen, vier ganze Stäbchen und am Picot häkelst du hier wieder zwei Luftmaschen und in das nächste Picot der anderen Blüte häkelst du durch das Picot eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen, durchziehen und gleich durch die Schlinge auf der Nadel und noch zwei Luftmaschen und das Picot schließen. Und dann geht es wieder weiter mit den Stäbchen. Und du beendest die Runde ganz normal mit einer Kettmasche dort, wo du begonnen hast. Wenn du weitere Blüten anfügen möchtest, dann kommt es darauf an, wie viele Blüten du schon hast. Also hier haben wir jeweils Verbindung zu zwei Picots. Wenn du dann weitere anfügst, dann musst du die unter Umständen an drei Picots festmachen. Hier 1, 2, 3 Spitzen. Oder hier 1, 2, 3 Spitzen.